Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren, ja, gespendeten Mega-Opening hier auf meinem Kanal. Wir sehen hier rechte Hand ganz am Rand hier immer noch den Karton von der 23-Kilo-Sammlung, die jetzt komplett auseinandergenommen ist, außer die Decks. Und daneben eine Pistazie, die meine Katze angeschleppt hat. Irgendwie muss ich die aus dem Wohnzimmer haben. gut. Da ist das Paket. Ja, ich habe schon aufgemacht. Ich wollte es ja eigentlich erstmal auf Videotauglichkeit überprüfen, weil es ist ja so, nicht alles, was gespendet wird, wird im Video gezeigt. Denn wenn es halt einfach Spenden sind, wo halt bloß Comments oder so drin sind, bringen die dem Projekt natürlich eine Menge. Aber meine Abonnenten denken sich dann, oder ihr in dem Fall, denkt euch dann wirklich großteils, was soll der Scheiß, will ich nicht sehen. Und dementsprechend muss ich euch dann auch nicht damit langweilen. Ja. So, das hat jetzt hier aber nicht funktioniert, weil... der werte Herr, dessen Name mir gerade entfallen ist. Das Ganze in solche Booster gepackt hat. So, es ist jetzt so, von dem kam auch dieses letzte OCG-Opening, das große. Tut mir leid, dass ich jetzt seinen Namen vergessen habe. Wirklich, er ist mir einfach komplett entfallen, aber ich werde euch auf jeden Fall den eBay-Shop, ja, nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Es ist tatsächlich schon ein bisschen was verkauft worden nach dem letzten Video und ich hoffe, dass er auch diesmal wieder ein bisschen Umsatz macht und dass ihr da ein bisschen was beim Kauf, wenn ihr was brauchen könnt. Er hat auch immer noch das Siegel von Orichalcos in Collectors Rare da und das solltet ihr euch wirklich geben, ja. Ich habe mir bei meinem Händler, ich glaube, 12 Stück bestellt und das ist einfach der Hammer, wie die aussehen, ja, wirklich der Hammer. So, aber ich würde sagen, wir fangen auch direkt damit an. Ich weiß nicht, was er mir da reingetan hat. Ob es überhaupt OCG ist, er wollte sich dazu nicht äußern. Ich wollte schon mal ein bisschen anfragen, wie es denn aussieht. Aber da hat er sich bedeckt gehalten. Ich soll mich überraschen lassen, meinte er. Und dann lassen wir uns überraschen. Wir haben einen Turbokrieger in Rare. Marshmallow, das Kettensägen-Insekt. Scheint jetzt Dr. Rares zu sein. Schicksalsheld Defender, Verwandlungskrug, Monster Reborn, Jäger im Hinterhalt, Schieferkrieger, Verteidigungsziel, Aufschlagen, Raigeki, unbezwingbarer Kämpfer Leilei, Seelenschnitter, also noch die ganz alte Version. Oh Gott, dieser rachsüchtige Magier, Blitzeinschlag, Goblin-Angriffstrupp, Bundesefallgruppe, Tuckbildrache, Kreaturentausch, Sakuretzerrüstung, nochmal ein Kettensägeinsekt, Möbius, magischer Zylinder, DD-Angreifer, Mirage Dragon, Schnappstahl, freudiges Begräbnis, Gerümpel, Synchronisierer, Fallenfresser, Zukunftsfusion, Zauberreaktor Re, Fallenreaktor FI, keine Ahnung. Oh Gott, Mario Kutai. Beschwörungsreaktor SK. Sombrera der Dunkel, Schimmerdrache, Adige Ausrüstung und Rache der Fernzünder. Gut, das war das erste Booster. Ein paar coole Rares dabei gewesen, muss man schon sagen, ja. Mein Gott, was ist denn das immer mit der Kamera? So, dann gucken wir mal. Ich mach mal hier den ganzen Müll beiseite. Ach, herrje, das ist aber ganz schön viel. Oh, das ist aber ganz schön viel. Ich hoffe, dass wir das alles in einer halbwegs brauchbaren Zeit durchkriegen. Und ich hoffe, dass ich hier nichts kaputt mache. Wirklich, ich bin so talentiert, was sowas angeht. Ich erinnere mich noch an ein Mega-Opening, wo als Bonus, ich glaube, 2 oder 4 Flaschen Baumarkt-Energy dabei waren und darin eingewickelt ein Gold Rare Dark Magician of Chaos. Und ist mir beim Aufschneiden, sind mir dann die Dosen geplatzt. Aber ich habe. Ich sehe was. Oh, ich sehe. Okay. Worsplünderer zweimal. Dann haben wir die X-Kopf-Kanone. Das ist das Legendary Collection Kyber Stuff. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der Vollstrecker. Papagei-Drache, ja. Normalerweise eine sehr, sehr teure. Eine sehr teure Kammen aus dem Channel Pack 2. Ging mal 100 Euro, dann 50, dann 39, wie sie jetzt, das weiß ich gerade nicht. Der antike Feendrache, der dürfte sogar aus dem Set ein bisschen was gehen. Schwerer Unterstützungsmech, der Tigerdrache, Dracheneinheit Dux, Dracheneinheit Legionär, dann ein Meister mit den blauen Augen, der Beschützer mit den blauen Augen, zweimal nochmal ein Meister. Exil des Bösen. In dieser Legendary Collection sind auch viele eben dieser Tournament-Pack-Karten rausgekommen. Das war auch eine super Rare in dem Tournament-Pack. Ring der Verteidigung. Zweimal Deckverwüstungsvirus, gerechte Nachspeise zweimal, der Grund, warum die Kamme nichts mehr wert ist. Sieht aber in Ultra auch geil aus. Dann Burg der Drachenseelen, Ring of Destruction, die kann ich mir gleich rauslegen.
dann die weiße Fallgrube, dieser Name Change, ne, voll sinnfrei. Das ist das weiße Loch, Leute, das weiße Loch. Ja. Dann haben wir B. Bastard Drachling, zweimal in Secret. Z Crush Wyvern, ich finde den Secret sowieso geiler als in Super Rare aus dem Starter. A. Angriffskern, königliche Herder Drachen, auch den kann ich mir gleich mal zur Seite schnecken. Dann haben wir die Maid mit den blauen Augen, zweimal. Dann Drachengeist des Weißen. In Secret ein leuchtender blauäugiger Drache. Den habe ich jetzt schon ziemlich oft in Secret. Und nein, nicht alle aus der Legendary Collection. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 aus dem Retro-Pack, sogar auf Deutsch. 2 oder 3 davon. Dann der Stern, Alter, was habe ich denn heute? Kann ich nicht mehr lesen? Okay, der weiße Stein der Legende. Und wir sehen, die Karten sind jetzt nicht unbedingt gebannet. Sie sind ganz leicht gebogen. Mir ist auch gefallen, dass die Karten, die sind von der Druckqualität nicht schlecht, aber sie sind hitzeempfindlicher geworden. Dann Sirenengesang sieht in Secret halt einfach mega geil aus. Drachentaktiken, Feindkontrolle, Drachenrufflöte, interdimensionaler Materietransporter. Und dann haben wir hier noch ein paar Rares und Cummins. 1000-äugiges Opfer. Okay, coole Sache. Parasitenparanoid, okay. Der ist schon ein bisschen böser gezeichnet als der Parasitenparasit. Da sieht man nämlich auch tatsächlich dann den Menschen hinten, aus dem er rauskommt. Okay, das ist krass. Lauter Legendary Collection Kyber Stuff. Junge. Gut. So, wo ist jetzt mein Messer? Hallo. Ah, da. Alter, wie in so einem Geschäft verpackt. Och, Leute. Och, nee. Aber es ist nicht ganz so schlimm verpackt, wie das manch andere machen. Die kriegt man ja gar nicht mehr auf. Die machen das, dass sie es nicht mit Panzertape machen, ist dann teilweise alles zwar gut gemeint, aber es ist halt wirklich oft hinderlich beim Aufmachen. Das hier funktioniert aber relativ gut, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt gerade hier nicht so aussieht, aber es fühlt sich doch wesentlich bequemer an als manch andere. Ich habe jetzt übrigens in einer neuen Firma angefangen, ja. Wildfleischhandel. Richtig geil. Heute meinen ersten Tag gehabt. Oh! Okay, Story zu Ende. Jetzt ist erstmal was interessant hier. Oh, Junge! Schaut euch das mal an! In Ultra Rare. Die gibt es bei uns nur in Super, glaube ich. Nice! Hier, XL. Gibt es bei uns nur in Secret. Ist eine drin, glaube ich, oder? Eine? Ja, eine. Nice! Alle aus der Rarity Collection. Hier Midnight Express, oder wie er heißt. Das sind wahrscheinlich wieder... Letztes Mal war es so, bei den meisten war zwar immer das gleiche drin, ja, hier auch, aber bei manchen eben nicht. Deswegen gucke ich immer vorsichtshalber rein. Oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Zombie des Gleichklangs, glaube ich. Elementarheld, den gibt es bei uns in Prismatic Secret aus... Aus World Superstars, Elementarheld, irgendwas, Blaster, glaube ich, oder Blazer oder irgendwie so. Dann, ich glaube, die gibt es auch bei uns in Super, da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Die gibt es bei uns natürlich auch in Ultra, den natürlich auch, cool. Und, oh, sogar aus LOB, ein koreanisches Bein der Verbotenen. Also das ist cool. Das ist mein Lieblingspack bisher, Leute, das ist mein Lieblingspack. Aber weiter geht's, wir dürfen... Wo ist mein Messer? Ach hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn wie ihr seht, ist hier noch alles voll, Leute. Wirklich ist alles voll. Ist aber alles voll und wir haben schon fast 10 Minuten. Boah. Holy moly. Holy moly. So. Gehst du. Irgendwann mache ich noch was kaputt. Das geht gleich wieder weiter. Es sind wieder eingehüllte Karten. Wieder koreanisch-japanisch. Die ist bei uns in ein Ding rausgekommen. Das sind auch alles die gleichen, ja. Die ist bei uns in der Tin rausgekommen. Die TG Wundermagierin bei uns in Super Rare gab, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur von der Ulti, der Secret und der Ultra. Ja, genau. Das war uns ein Secret gewesen und das auch. Da sind auch mehrere Exemplare wieder bei. Ja.
Dann, oh, Nummer 99, Utopischer Drache oder Utopia Drache oder wie die Karte heißt. Auch mega nice. Oh, die ist geil, die Karte. Die ist geil. Die ist, glaube ich, in Secret Rare rausgekommen, in so einem Only Holo Set. Irgend so ein Phantomritter war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ist aber auch mega geil. Dragusto Emerald. Gibt es bei uns ein Secret? Hier ein Super Rare, mega nice. Das ist bei uns eine Kammeln. Und das ist bei uns eine Rare. Das ist Geistrick. Oh Gott. Nee, Alucard war der noch coolere. Geistrick Dugal oder irgendwie so, keine Ahnung. Der hat auch einen ganz komischen Namen gehabt. Aber schön, die mal als Holo zu sehen, muss man wirklich sagen, ja. Dann, was haben wir hier noch? Das ist dieser an diesen Abstimmmagier angelehnte Pendelkarte. Sehr nice, sehr nice. Aber irgendwie, ich weiß nicht, hier klebt irgendwas beieinander, da ist irgendwie Saft dazwischen oder so. Aber mega cool, wirklich mega nice. Ja, und dann vor allen Dingen, was mich halt immer freut, ist diese Anzahl der Exemplare, ja, dass das so viele sind. Da habe ich nämlich immer gleich meinen Bedarf großteils gedeckt, zumindest war es beim letzten Mal so. Okay, hier haben wir mal wieder so eine Mörderbriefbombe. Genau so sieht's aus, die machen wir jetzt auf. Die hat er gar nicht das Papier ganz drum bekommen. So, oder doch schon ganz, aber nicht so mit zu viel Überlappung. Alter, Alter, Alter. Jetzt kommt dann so ein Zettel raus. April, April ist Esspapier. Boah, Leute. Junge. Okay, wir haben hier Millennium Super Rares aus dem Millennium Pack. Das sind alles. Das ist auf jeden Fall alles Millennium Rares, wie wir hier sehen. Ich will jetzt auch nicht das spoilern. Aber es scheint wohl alles Millennium Supers zu sein. Das hier ist ein Scapegoat. Dann haben wir natürlich Schrumpfen. Das Ritual von Darkmaster Zorg. Siegel der Freundschaft. Und wie viele, Alter, wie viele? Einfach, das sind mehr als 10. Das sind weit mehr als 10. Dann das Ritual von. Aufgegeben, Ring of Destruction. Sehr schön, dass das koreanisch ist. Sehr schön, weil, warum? Ganz einfach, gilt übrigens auch hier für den Ring, für das Albtraumrad, weil im Koreanischen sind die Artworks auch zensiert, aber dennoch in der Rarität geprintet, in denen wir sie hier nicht haben. Das heißt, bei den Unzensierten, speziell aus diesem Set, brauche ich auch die koreanischen noch nebst den japanischen. Ich glaube, das müssten, wenn ich Glück habe, sind es 10 pro Packung. Dann muss ich mir den nicht mehr extra besorgen, aber nice. Ich glaube, auch die hier wurde zensiert. Da müsste ich hier so ein Pentagramm in der Mitte sein, da bin ich mir aber nicht sicher. Und natürlich noch diese schnieke Dinge. Oh, seht euch das mal an, Leute. Ey, wie krass ist das denn, ja? Wir sind ja auch immer recht schnell durch, weil es sind nicht viele Karten, viele unterschiedliche, sondern es sind halt immer sehr, sehr viele von einer. Guckt euch mal, wie viele da drinnen sind. Das ist halt richtig hart, ja. Das ist brutal. Richtig brutal, Leute. Krass. Das ist jetzt ganz, ganz flach. Das ist jetzt, also keine Ahnung. Entweder da ist es was Besonderes drin oder er hatte einfach in den anderen keinen Platz mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine, in den anderen Packungen. Och, komm schon, bitte, bitte. Nicht kaputt. Wisst ihr, ich habe halt einfach, ich bin richtiger Grobmotoriker, ja. Was handwerkliches Geschick angeht, da bin ich wie ein gefrorener Handschuh. Das ist halt einfach richtig schlimm. Aha, das sind Promopacks. Das sind zwei Promopacks, OVP von Dingsens Bumsens, ne? Von der Legendary Collection 3 Kaiba. Ist natürlich auch echt cool. Das ist echt cool. Dann nehmen wir das nächst dünnere, das wir mal hier finden. So. So. Oha. Wir haben geile Hüllen. Guckt euch das mal an. Das ist irgendwie nice. Das ist. Oh, what? Juhu. Alter. Wir haben hier. Hagotzack. Warum fallen mir die Namen nie ein?
Card of Demise in Ultra Millennium Rare. Sehr, sehr schön. Die ging auch mal in Ultra Millennium Rare, als sie neu war, 20 Euro. Ich glaube, jetzt ist sie günstiger aus Japan. Aber trotzdem mega, mega cool. Oh, eine der Streichbuben. Müsste das sein. Ganz, ganz neu. In Prismatic Secret Rare. Sehr schön. Wirklich ultra geil. Dann, den haben wir, glaube ich, nur in Gold Rare. Das ist diese Nummer 61. Genau. Was ist das denn? Was ist das denn? Kenn ich... Was? Zur Hölle? Alter, ist das geil. Guckt euch das Artwork an. Junge! Was? Nee, oder? Wirklich jetzt? In Ultra Parallel? Nee. Alter, und dann auch noch in Prismatic Secret Rare, Leute. Prismatic Secret... Boah, Alter... Nochmal ein Emerald in Prismatic. Wow. Ich glaube, das ist das Hauptpäckchen. Ich glaube, besser wird es heute nicht mehr. Alter, wir haben den Jackpot. Junge. Seht euch das mal an. Wie geil ist das denn? Auch die hier in Prismatic Secret. Ihr wisst ja, ich unterscheide Prismatic Secret und normales Secret. Das heißt, die kommen alle so, wie sie sind in die Sammlung. Ja, die ganzen legendären Ritter. Guckt euch das mal an. Kralle von Kretias, Klaue von Hermos. Junge, geil ist das denn? Jetzt haben wir hier die nochmal in Ultra. Die haben wir auch in Ultra bei uns. Ja, Alter. Ey, das muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz so in einem etwas schnelleren Durchgang. Das ist geil. Also ohne Witz, die Karte kenne ich nicht. Die lege ich mir mal beiseite. Geil. Aber wir müssen wirklich... Ich würde jetzt hier am liebsten bei diesem Päckchen verharren. Weil ich wette mit euch... Ein Booster, das ich irgendwann mal verlose. Wenn ich das jetzt verliere, ja, die Wette, dann muss ich irgendwann mal ein richtig krass seltenes Booster verlosen. LOB First oder so. Dass das nicht mehr besser wird. Das war das beste Pack. Hundertprozentig. Das ist... Alter. Die Wette steht. Die Wette steht. Das meine ich ernst. Und nächstes Jahr zu meinem Geburtstag setze ich das dann fest. Gibt es dann... Irgendein seltenes First Old School Booster, das ich verlose. Wir haben hier. Oh Gott. Wir haben hier sehr schönen Ultra Rare, das Auge von Timaeus, glaube ich. Auch. Alter, mehrere Male gleich. Dann hier in normalem Ultra Rare. Auch in Koreanisch. Opfer des linken Arms. Ich glaube, die war bei uns bloß super rare. Dementsprechend nice. Genau. Ah, die gibt es bei uns bloß als Kamen. Die gibt es aber in Japan als Collector's Rare. Die hat er auch in Collector's Rare im Shop drin. Die sind einfach geil in Collector's Rare. Die kenne ich jetzt vom Namen her gar nicht, aber es dürfte irgendwas mit Raubpflanzen sein. Das ist die Karte Needles. Eine sehr schöne Kamen aus 5Ds. Törichtes Begräbnis. Super. Die Karte sagt jetzt gar nichts. Genau, Marco Kosmos auch nochmal in Super. Also das ist halt richtig. Ich will hier einfach nichts verpassen. Deswegen gucke ich hier sporadisch einfach nochmal rein nach irgendwelchen unterschiedlichen Karten, die möglicherweise drin sind. Aber nee, das sind die gleichen. Sehr, sehr cool. Wirklich geil. Also ich muss sagen, das Pack ist besser als das erste, das ich von ihm bekommen habe. Normalerweise ist das nicht so. Normal ist im ersten Pack immer der richtig krasse Scheiß drin. Und wenn sie mir dann nochmal irgendwas zusenden, dann ist es meistens auch noch gut. Aber immerhin noch vom ersten überboten. Bei dem einzigen, abgesehen von dem hier, wo das noch so war, da kann ich schon gar nicht mehr reden, war bei diesem Daniel Schiffer. Der war ja richtig krank, ne? Also im positiven Sinne. Der hat mir ja Zeug geschickt. Oh Gott, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Der hat mir Pot of Desires und so Zeug geschickt. First, wo noch 70 Euro ging. Ich glaube, zwei oder drei, wie heißt der blauäugige Alternativer Drache, dann noch ein buntäugiger Rebellionsdrache. Nee. Was? Leute. Guckt euch das mal an. Guckt euch das. Die Karten sind jetzt nicht mehr im besten Zustand, aber seht euch das. Das sind originale Volume Pack Karten. Original, Leute. Nicht die Reprints aus Japan. Scheiße, Mann.
behalte ich auf jeden Fall. Und wenn bloß noch das Bild von den Karten übrig wäre. Die kommen in meine private Sammlung. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Schatz. Die Karten liebe ich. Wetten, der ist auch zensiert bei uns. Also wenn es ihn bei uns gäbe, sagen wir es mal so. Die Karte fand ich immer so cool. Die hat Creep-Fan-Mappen. Die ist sogar Niermint. Aber eine, die ist aus dem... Hier sehen wir es hier unten an dem Symbol. Die ist jetzt aus dem Reprint. Aber es ist trotzdem geil. Ohne Witz. Diese Nostalgie. Die ist nie bei uns rausgekommen. Nie. Die anderen alle schon, aber die hier nicht. Und das ist so dieses Makabere, das mir heute im Yu-Gi-Oh! Irgendwie so ein bisschen fehlt, ne? Hier haben wir nochmal was mit Jingles, mit... Oh, der ist auch cool, den gab es auch nie bei uns. Nice, das sind jetzt, das war jetzt auch aus diesem Reprint-Booster. Das hier ist jetzt wieder original. Alter, seht ihr das? Junge. Oder hier, der ist sogar in einem relativ guten Zustand noch. Der wäre sogar tauglich für die... Alter Vater. Geil. Einfach geil. Wenn die jetzt noch im Top-Zustand wären, dann wäre das bisher mein Lieblingspack. Alter, das ist richtig. Ich habe meinem Händler schon eine Liste gemacht mit solchen Karten. Ja, die ganzen Volumes-Packs bin ich schon durchgegangen. Die ganzen alten. Aber das ist einfach der Ober... Alter, das ist der Obershit. Es gibt halt leider kaum noch Leute, die sich wirklich für die Karten interessieren. Ne? Aber für mich ist das, diese alten Cummins und Rares, wo noch kein Symbol unten war, das ist der Hammer. Ja, oh, wir haben jetzt Duelist Saga, die Banden schon ein bisschen härter. Necroid Synchro. Dimensional, Entschuldigung für das Bäuerchen. Fissure, Sea Lords Amulet, das ist alles Englisch, die finde ich richtig cool. Cosmic Flare, Necro Valley. Ja, hier Legacy of a Hero, diese Hero-Karten, die da rausgekommen sind, sind halt sehr schön gewesen. Auch die hier, Chaos Scepter Blast, sehr oldschool. Ja, hier zum Beispiel Skydrive Sorcerer, wie auch immer, Royal Degree, Synchro Call, Diamond Dusk, Halfway to Forever und hier Powerwall ist auch eine sehr, sehr schöne Ding. Also okay, hier haben wir jetzt ein paar Duelist-Karten gehabt, auch richtig, richtig cool. Ich muss bloß ein bisschen hinne machen, wir haben noch 6 Minuten Aufnahmezeit. Ich möchte halt das Video wirklich nicht in mehrere Parts teilen. Ich habe von Parts mittlerweile so die Schnauze voll auf dieser 23... Kilo-Sammlung. Wenn ich jetzt das Messer nicht gleich finde, können wir 5 Parts draus machen. Ah ja, hier. Deswegen machen wir jetzt hier straight weiter. Aber wie ich mich kenne, so mit meinem Glück, ne, ich werde sowieso nicht drum rumkommen. Ich mache das jetzt ohne Messer auf. Ich werde sowieso nicht drum rumkommen. Oh, Gold Rare. Mehrere Parts zu machen. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde wieder irgendwo hängen bleiben, ja. Und werde dann darüber philosophieren und dann war es das wieder. Also wir haben hier einen Heavy Storm in Gold Rare. DD Warrior Lady. Wow, finsterer Parsath aus dem Originalbooster. First. Ehrung der Vater. Was? Alter. Sprengsicherung Ultimate Rare. Das Mosquito in einem guten Zustand. Blizzard Drache. Alter, jetzt packst du aber die Geschütze aus, ne? Böser Held, Malicious Edge. Schwarzflügel Shura, die blaue Flamme. Schicksalsheld Double Dude. Und da habe ich von Erik mal den ganzen Ulti-Vorrat leer gekauft. Das weiß ich noch. 2 Euro das Stück damals. Wolkenkratzer, richtig geil. Gefängnisurturm, die sind alle in gutem Zustand. Finsterer Ausbruch, eine super schöne Zauberkarte. Kristallbaum, Kristallfreisetzung. 2-mal. Mask of the Spell. Eine ziemlich abgeranzte Halbschattenkrieger-Lady in Ulti, aber trotzdem geil. Shadow Spell. Backup Soldier, ich sehe hinten schon die nächste Ulti. Unmittelbares Fallen lassen wird das wahrscheinlich sein. Vermächtnis von Yatta Garazu 2-mal. Dann eben hier. Unmittelbares Fallen lassen. Elemental Blade Edge. Zwillingsunholde. Sera Demand. Elemental Necro Shade. Aufgegeben, auch cool. Menschenfresserkäfer LOB in einem, eigentlich in einem ziemlich guten Zustand. Ja, Alter, was ist denn hier los? Dann genverzerrter Kriegswolf. Gehirnbrecher. Aus GX03. Metallschütze, diese ganzen Promos, Steinstatue der Azteken, Wächter von Kurkimai, bewaffnete Drache Level 7 First. 2-mal? Maskierter Chopper, Wirbelkavallerist, Tieftaucher, richtig geil. Verrückter Nachlader, Jägereule, das sind wieder diese ganzen hier aus PSV, Parasiten, Parasit. Big Core, Lava Golem aus Invasion of Chaos Special Edition. Bürde des Mächtigen aus WC08, Eisenkern von Kurkimai aus Invasion of Chaos, Ring of Destruction. Alter, wie heftig! Dann
Eternal Dread, wie auch immer. Dann Kinderwächter, Chaosausbruch, D-Gegenschlag, eine elegante Wohltäterin. Dunkler magischer Vorhang, Marshmallowbrille, auch cool. Schrumpfen, Lichtlaser, Speerkäferpakt, Greifenschwingen, finstere Bestechung, Dimensionsgefängnis und Zehrere. Das ist schon wieder heftig, Leute. Das ist schon wieder richtig heftig. Und ich habe schon wieder viel zu lange gebraucht. Aber ich will das Video einfach genießen. Ich sehe das schon. Das werden wieder zwei Parts. Ich kenne mich. Das ist richtig schlimm zurzeit. Eigentlich kann ich hier fast schon auf das Messer. Ah, nein, kann ich nicht. Ich muss. Aber wenn ich eine Seite offen habe, dann geht's vielleicht. Ja. Okay, es geht weiter. Drachenschlucht in Secret. Das sind ja Secrets aus der Legendary Collection, habe ich das Gefühl. Landformen, die geht sogar was. Azurbeläugiger, silberner Drache, blauäugiger, ultimativer Drache. Nice. ABC Drachenbuster zweimal. Dann der blauäugige. Der Kristalldrache und Duza. Das sind jetzt Karten aus dem goldenen Moviepack. Dunkler magischer Vorhang oder Schleier. Photonenstrahl. Das kommt aus dem LED. Ey, das ist ja richtig geil. Das kommt aus Legendary Duelists, ne? Schwermetallplünderer, bewaffneter Drachenkatapultkanone zweimal. Dann aus Shadows over Valhalla, Ninja Großmeister Shiatsu, den habe ich noch gar nicht gehabt. Aleister der Beschwörer, Secret sieht einfach mega geil aus. Hatte ich auch noch nicht ein Secret. Nur die Super, auch mega fett. Beschworener Mechabar, der war richtig viel wert damals. Dann hier Vintex Eisglocke. Zweimal. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, was die geht und ob die was geht, aber sie sieht schön aus. Schattenpuppenfusion zweimal und L-Schattenpuppe Winda. Alter. Alter Falter. Das ist also. Ich bin sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin absolut sprachlos. Ich meine, die letzte Sendung war ja schon krass. Ja, wirklich, ohne Witz, aber. Das hier, jetzt haben wir hier wieder Millennium. Seht ihr es? Wir haben hier Millennium Rare. Das müssen jetzt Monster wahrscheinlich sein, oder? Ja. Wir haben hier den fünfköpfigen Drachen. Wir haben hier den B-Skull-Dragon aufgegeben. Sorg, wie viele von ihm halt gleich wieder. Dann Exodius. Dann Gifford der Blitz. Dann die elektromagnetische Schildkröte. Und wie heißt er? Gandora, Drache der Zerstörung, glaube ich. Ja, genau, richtig geil. Und das letzte Pack. Und da beeilen wir uns jetzt ja noch 1,5 Minuten. Wegen dem einen Pack will ich jetzt wirklich keinen zweiten Part mehr machen. Dark Magician. Diabond Colonel. Tourguide from the Underworld. Judgment Dragon, auch cool. Dark Lord Ukubak. Gladiator Beast Gizarus. Dann Formelsynchron, Celestia Double Star Schaman, Goyo Wächter, dann M7, also Ptolemy, richtig geil. Full Armored Black Ray Lancer, oh Gott, immer dieses Englische, richtig geil, aber Alter, hier, Baumfrosch, so eine Art Abwandlung vom Pantherkrieger, Junk Synchron, Guard Pinguin, Deep Sea Diva damals ist richtig geil, Leute. Saber Shark, Silent Angler und Bro Hunter. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ohne Witz, ich bin richtig sprachlos, richtig sprachlos. In der Videobeschreibung ist der Link zum eBay-Shop und Leute, plündert ihn aus. Das hat er einfach verdient, ja. Kauft das. Es ist wirklich viel schönes Zeug da für Sammler, die sich fürs OCG interessieren. Echt schöne Sache. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zu der 23-Kilo-Sammlung. Ich muss das erstmal sortieren. Das ist wahnsinnig Bombe. Also bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif, Leute. Richtig geil. Richtig geil.